Dann, ja, gehst du da nicht alleine hin. Ich bin kein Messemensch. Es war. Oh, du hast doch mich. Ja, aber dann. Du hast doch hängst du den ganzen Tag an mir und dann kann ich nirgendwo alleine hingehen und muss ich mir mal genau. Vorstellen. Ich laufe dann die ganze Zeit hinter dir her und sage: Egonson, 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 Markus, 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 Herr Riegel, Markus. Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zu Let's Play Together Europa Universalis 4 mit Tante Günnar als österreichische Kaiserin. Oder auch Kaiser, ja. Die Conchita-Wurst des Let's Plays werde ich ja auch genannt. Sozusagen. Und ich begrüße euch alle ganz herzlich. Grüß Gott, Günther Neuwirth, mein Name, ja. Und Legendary Marvin als Osmanen-Anführer. Servus. Das passt ja an zu Österreich. Warum eigentlich Legendary? Spielst du viel Hearthstone und gleichzeitig Günnar? Warum Tante Günnar? So, ich mach mal die Pause raus. Ja, mach das mal. Also, ja, das sind ja Fragen, ja. Die ganz, ganz... Ich sag's mal ganz kurz bei mir zuerst, weil das geht ja ganz, 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 ganz schnell. Ja. Ich wurde ja oft das schon gefragt und das mit der Tante hat ja den Grund, dass ich mich damals ein bisschen aufgeregt habe über diese Gleichstellungsdebatte an deutschen Hochschulen. Da ging es ja um dieses Herr Professorin. Und das war ja einfach nur eine Maßnahme, die ergriffen wurde, um den Universitäten Geld zu sparen. Und ja, also warum man sich dann halt deswegen dann so aufgeregt hat, habe ich nicht verstanden. Habe ich gesagt, ihr könnt mich ab jetzt einfach der Tante Günnar nennen. Ja, also, ne? Und, schön. Ja. Legendary Marvin. Ja, das ist cool, werde ich auch sehr oft, beziehungsweise ich werde öfters gefragt, warum ich eigentlich Legendary Marvin heiße, obwohl mein Vorname ja anders lautet. Das kommt immer mal wieder. Das Lustige ist, als ich Marvin als Nicknamen gewählt habe, den nutze ich ja normalerweise, war mir nicht bewusst, dass es ein Name ist, ein echter. Ich kannte Per Anhalt durch die Galaxis noch nicht, ich habe Gothic 1 noch nicht gespielt, wo es ja der Cheat-Modus ist und dass es im norddeutschen Raum oder im angelsächsischen Raum im Vornamen ist, war mir völlig unbekannt. Ach krass. Für mich war das ein Fantasiename, den ich erfunden habe, was natürlich jetzt für andere vollkommen schwachsinnig klingt. Und dementsprechend Leute, die Marvin heißen. Und dementsprechend häufig ist Marvin halt auch schon überall belegt, wenn man sich irgendwo anmeldet. Und dann hätte ich entweder ein Legend dahinter oder ein Legendary davor, damit halt irgendwas anders ist. I see. Kann ich mir, glaube ich, auch Marvin der eine. Kann mir einer von euch mal so eine 40er-Armee mit hier hoch schicken, damit wir ein für alle mal diese ätzenden Burgunder im Hennegau beseitigen können? Kann ich. Das wäre super. Ja, unten ist eh nichts mehr zu tun. Die laufen mal nach Baroi. Baroi. Ja. Genau. Ja, bei der Debatte in Anführungszeichen, ich glaube, die Uni Leipzig wollte ja vom generischen Maskulin zum generischen Feminin wechseln, aber auch nur in der Prüfungsordnung, so wie ich das verstanden habe. Also, ja, bei also nicht überall, Schreiben. Ne? Ja, genau, also von wegen dieses Herr Professorin war ja völlig overblown, also es war ja völlig unverhältnismäßig, was die Presse draus gemacht hat. Mhm. Und da ist dann Boulevard-Vieh natürlich angestachelt gewesen. Es geht auch zu weit. Dabei war das überhaupt nicht intendiert, jemanden Herr Professorin zu nennen. Es hat nie jemand gewollt. Hätte auch keiner behauptet, was völliger Irrsinn ist. Aber es wurde dann nicht in Frage gestellt. Und auch nicht die Hintergründe bedacht. Sondern einfach nur, hey, bei offiziellen Hier im Schreiben, Sundgau, im Sundgau, Leute, im Sundgau. Ja, Sundgau, ja. Ja, bin schon da. Eben, anstatt immer Professor und Professorin, Studentin, Student und Studentinnen zu schreiben, einfach nur bei einem zu bleiben. Ja, in einer Zeit, in der aus Studenten Studierende werden. Hm. Ja. Ne? Aber ja, das stimmt ja schon. Ich habe mir einfach gedacht, weißt du, ist dir das dann 20.000 Euro wert? Einfach nur die korrekte Anrede, das finde ich halt irgendwo, oder fände ich halt irgendwie so ein bisschen albern. Und wollten nicht irgendwo auch auf irgendwie Herr Professor Ox mit einem X am Ende hinaus? Ja, wollte jetzt eine vorschlagen, aber das ist weder schön zu lesen,
Ich muss mal ganz kurz dazwischen babbeln. Es ist gerade was total Tolles passiert. Ich hatte die Mission größere Armee als Burgund, ja. Und weil Marvin gerade die burgundische Armee zerkloppt hat, habe ich diese Mission erfüllt. Ist das so herrlich. So gehört ja, sich das. Aber Marvin, jetzt hast du ja Rom belagert. Na gut. Ah, du hast es gekriegt. Super, cool. Ich habe sie auch vernichtet. Ja, perfekt. Ja, ich war auch noch... Stack Wipe. Willst du das... nee, komm, hier, ich belagere das Ding da mal. Da kannst du mit deinen Truppen da wieder da... Ja, ja, ich bin schon wieder im Gehen. Meine Arbeit ist getan. Bin der Letzte, der geht, wenn alle anderen walken. Bin der Letzte, der spricht, wenn alle anderen talken. So schön gesagt. Ja, das ist eigentlich ein Zitat aus, ich weiß gar nicht, was war es, da draußen von Fettes Brot, glaube ich. Ah, ja. Das war ja mal eine sehr gute Band. Bis sie angefangen haben, solche Lieder wie Lass die Finger von Emanuela oder Schwule Mädchen zu machen. Und irgendwie Schwule Mädchen, so. Ein altes Lied von denen. Ja, ne, das ist ja, da habe ich ja noch die Vinyl-Single im Schrank stehen von 90er Jahren. Ja gut, nicht 90er, aber 2001, 2002. Ist das so? Ja. Aber wir können uns darauf einigen, dass wir gute und schlechte Momente gehabt haben. Ja. Also in Summa fand ich ja später eher schlechte. Ich habe mir damals die erste Platte von denen gekauft, auf einem Auge blöd. Ich weiß nicht, ob da war das Nordisch by Nature drauf. Ja. Was man ja noch so kennt. Ganz großartiges Lied. Als DJ Rabauke noch, da war es Rabauke, der dann mit Dendemann 1-2 gegründet hat. Genau. So, hätte Frankreich jetzt vielleicht mal das Erbarmen, mit diesen 41 Regimentern diese zwei burgundischen Dödel da anzugreifen? Nö. Soll ich mir noch eine Provinz von Savoyen holen? Lohnt sich eigentlich nicht so, ne? Auslaufender Kriegsgrund gegen Niederlande. Ja, ist ein eh mein Vasall, von daher. Oh, ich habe 11.000 Truppenreserven. Ist das nicht komfortabel? Ui. Jetzt... Nehmt euch in Acht. Ich bringe den Tod. Ich werde mal den Norden Burgunds beanspruchen. Den Norden Burgunds? What? Oder? Nee, ach Quatsch, Burgund. Hab die Diplomatie gerade. Ach so, das ist ja schon besetzt durch Sachsen. Durch Österreich. Oder ja, ja. Ich habe nur die Diplomatie-Karte aufgehabt, gesehen. Ah, da ist Krieg, steht aber keiner. Gehen wir doch dahin. Aber so, ist mal wieder nichts zu tun. So, ich will jetzt irgendwann mal meine Reichsreform durchdrücken. Also Burgund, stirb! Stirb! Kann ich da, welche Nationen kann ich sie denn? Friesland müssen sie auf jeden Fall freilassen. Ach, das können wir sogar fordern jetzt schon. Ist ja interessant. Kann ich noch fordern, dass sie irgendwelche Provinzen zurückgeben an Frankreich? Nee. Kann ich irgendeine Provinz annektieren? Charolais vielleicht? Ah, das habe ich gar nicht besetzt, ne? Hat Frankreich besetzt. Mistratten. Ja. Also der Krieg von Burgund, was war das nochmal? Die haben das Reich angegriffen. Ah ja, genau, ich erinnere mich. Ja. Ich könnte verlangen, dass sie Bourbon freilassen. Eine Freundin von mir arbeitet in einem Eiscafé, Schokoladen... Pralinen, irgendwas so. Und auf jeden Fall regt sie sich immer auf, wenn die Leute Bourbon Vanille. Oh ja. Und ich habe es erst so gar nicht verstanden. Was? Bourbon Vanille? Ja, Bourbon Vanille. Ah, ja gut, wenn man es liest und es noch niemals ausgesprochen gehört hat.
Und Bourbon hört man halt doch öfter als Bourbon. Allerdings, allerdings. Dann Bourbon kann man hat ja auch ganz lustige Kriterien. Damit ein Whisky ein Bourbon ist, muss er aus Maische gemacht sein und vor allem aus den USA kommen. Ja, ja, genau. Aber das ist ja beim Champagner nicht anders, ne? Ja. Eigentlich, der denn Champagner dieser, ist ja auch so. Wie heißt dieser berühmte Whisky nochmal, den man überall kriegt? Jim Beam, Johnny Walker, Jack Daniels. Genau, Jack Daniels ist theoretisch, wäre eigentlich ein Bourbon, aber sie wollen nicht so genannt werden. Hm. Aber technisch ist es einer. Aber es sind sowieso alles ganz furchtbare Whiskys, also vor diesem Hintergrund. Kennst du dich mit Whiskys aus? Ein bisschen. Also ich trinke sehr gerne Whiskys, aber eigentlich wirklich auch dann nur so Malts, also so, ja, keine Blended Whiskys. Also das ist ganz typisch bei den amerikanischen Whiskys, die sind ja blended. Das heißt also, da werden irgendwelche Whisky-Sorten gemixt. Ne? Ja. Mhm. Kein Single Malt. Genau, und ich trinke eigentlich nur Single Malts und ja, also. Aber jetzt auch nichts so super fancy-mäßiges, also so 20, 40 Euro, das ist so meine Preisspanne. Niemals mehr als 20 und niemals mehr als 40, das ist so eigentlich meine. Niemals weniger als 20. Ja. Ja. Das macht Sinn. Genau, ja, habe ich das nicht gesagt, das meinte ich. Nein. Auf jeden Fall. Ja, also niemals weniger als 20 und niemals mehr als 40. Ja. Ja. Was ja. Marvin, du hast Rom besetzt. Jetzt haben wir natürlich das, die Krux, dass wenn wir jetzt Frieden schließen, ich ja Rom nicht mehr bekomme. Aber ich habe es auch vorher nicht gehabt. Ich kann ja dann, sobald Frieden ist, im Kirchenstaat gleich nochmal Krieg erklären. Nee, weil dann Waffenstillstand ist. Ich habe eine kurze einfach Frage, und verkaufst du nochmal und schau, ob das nochmal passiert. Ah, so können wir es auch machen. Okay. Vielleicht annektiere ich auch den Kirchenstaat. Ich belagere gerade noch Koblenz. Ich habe eine kurze Frage, Leute. Ich habe hier eine Mission, das burgundische Erbe. Macht diese Mission zu eurer Mission? Wenn folgende Bedingungen erfüllt sind, gilt die Mission als erfolgreich. Österreich Senior Personalunion mit Burgund. Wenn ich die jetzt annehme, kriege ich einen Casus Belli, Wiederherstellung der Union? Fragezeichen? Huh. Ich meine nämlich, ja. Das kann sein. Es würde Sinn ergeben. Ne? Ich habe halt nie Österreich gespielt. Ich nehme mal diese Mission an, ja? Philipp de Bourgogne, sie hätten einen ganz normalen Nachfolger. Ja, wir haben einen Kriegsgrund, Wiedererrichtung der Union. Sehr cool, dann kannst du ja in dem Krieg fordern. Das wäre nämlich sehr, sehr geil. Aber ich glaube, es geht nicht. Mal gucken. Vielleicht machen wir es ansonsten im Krieg danach. Also machen wir einen zweiten Krieg und dann machen wir das. Mein Sultan, wir haben 100 Kriegspunkte gegen die mantuaischen Aggressoren. Ja, sofort. Ja, ja. Dann machen wir jetzt mal gerade Folgendes, ja, weil ich diese Kriegsgrund jetzt habe, aber nicht durchsetzen kann. Oder, also ich sehe den auch gar nicht bei Verträge. Kann ich nur sagen, österreichischer Vasall geht nicht, Handelseinfluss geht nicht. Ja, muss einen eigenen Krieg führen. Gell, ne? Dann mache ich nämlich jetzt so, dann zwinge ich Burgund jetzt ganz schnell doch irgendwie, keine Ahnung, Dings freizulassen. Dann kann ich nämlich demnächst dann dort Krieg führen. Und dann können wir den Krieg mit Mantua nämlich auch mal so langsam beenden. Mantua ist schon fast fertig. Ja. Ich würde nämlich dann hier gerade, dann gib mir noch dein Geld. Und gib mir noch deinen Handelseinfluss. Ach, das machst du nicht, okay. Verträge aufkündigen mit Aragon und mit Savoyen. Aber merke übrigens, dadurch, dass ich den Krieg von Egonson übernommen habe, ist es kein Koalitionskrieg mehr. Ich kann separat Frieden machen. Ah, dann bedien dich da. Kannst gern Ferrara als Austausch für Rom haben, wenn du willst. Ich kann verlangen, dass er Bauer freilässt für die Provence. What? Komm, mal Forderung senden. So. Da, Österreich, kriegst du einen Vasall. Moment, Savoyen. Aha, okay. Ich habe Cuneo gekriegt, okay. Ja.
Und Nizza ist jetzt mein Vasall oder was? Also, sehr schön. Oh Mann, ich habe mir vorhin noch überlegt, soll ich es vasallisieren? Aber dann habe ich mir gedacht, ach nee. Willst du Oldenburg auch noch haben? Als Vasall? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich brauche jetzt gerade echt keine Vasallen, weil ich kriege die doch eh nachher alle. Also mit der nächsten, mit der übernächsten Reichsreform. Also von daher ist das okay. Dann Ferrara. Ich habe keinen Diplomaten mehr, warum nur? Warum habe ich eigentlich einen Diplomaten in Russland? Was macht der da? Beziehungen verbessern. Komm mal nach Hause. Koblenz will nicht fallen. Toll, jetzt wo wir im Frieden sind, bekomme ich Armeemoral plus 10% für die nächsten 5 Jahre. Hm, cool, ich habe einen neuen Kardinal. Was? Verlieren 10 Reichsautorität? Ferrara gestürzt. Oh nein! Ach so, weil du, weil der Egonson das brauchte, ne? Oder was war das? Nö, das habe ich einfach nur so annektiert. Das kriegt Egonson. Okay, ich brauche nur noch Rom. Weil dann macht das jetzt noch zu Ende. Oder ich lege meine Hauptstadt nach Ferrara und kret einfach dem Reich bei. Boah, das ginge aber glaube ich nicht, weil du zu groß bist, meine ich, ne? Also sonst wäre, sonst von mir aus könntest du es machen. Ja. Aber macht jetzt mal diesen Krieg hier. Ja, Koblenz müsste mal fallen. Da extra noch einen General mit Belagerungsskill reingestellt. Ich habe die Kirchenstadt einfach schon zu lange nicht. Ich könnte die Kirchenstadt mal wieder vasalisieren. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, oder? Ach ja. Mir ist es ja egal, aber jetzt unsere Zuschauer werden. Du hast Koblenz gekriegt, ne? Ah ja, okay. Rom ist wieder mein. Und ich habe nochmal 10 Reichsautorität verloren. Die kriegst du auch nochmal, keine Sorge. Ja. Nur warte, dann mache ich nämlich jetzt meine Reichsreform, wenn es geht. Lass mal gerade gucken. Okay. Scheiße, es geht gerade nicht. Warte mal. Achso, wir sind noch im Krieg. Mhm. Ah, okay. Dann, ja, dann warte ich noch so lange. Dann machen wir den Krieg da, Fritte. Jetzt ist ja nur noch Mantua, ne? Genau. Es gibt, wird dasselbe nochmal sein. Okay. Ja. Ich kann es aber auch in Ruhe lassen, ist auch kein Problem. Also, es ist halt so, wenn ich jetzt, momentan habe ich genau 52 Reichsautorität. Das heißt, es müsste ja für die Reform langen, ja? Ne? Und ja. Wenn du mir jetzt nochmal 10 Stück nimmst, dann kann ich sie halt nicht umsetzen, dann brauche ich halt erst wieder 10. Das aber, ich meine, wenn du mir danach direkt wieder 10 Reichsautorität zurückgibst, dann kann ich meine Reform wieder durchsetzen, dann geht das von mir aus. Ich glaube nicht, dass ich dir Reichsautorität zurückgeben kann. Ja, eben deswegen. Ja, das ist es halt. Okay, wohl an. Zack. Ewiger Landfriede. So. Und durch. Staatsehr aus Bayern. Oh Gott, Hilfe, Alter, warum so viele? Moment mal kurz. 100.000 Staatsehren. Also wie viele diplomatische Beziehungen habe ich denn jetzt? Ich habe ja jetzt nochmal einen neuen Vasallen gekriegt. Den ich, glaube ich, noch entlassen werde. Aber dann verliere ich Prestige, ne, oder? Wenn ich jetzt. Ja, ich glaube, Stabilität oder Prestige, eins von beiden. Ja, ich glaube, ich verliere Prestige. Einfach wohin? Einfach weitere Reformen durchziehen, das ist eh wurscht. Ja, ja. Wohin ist jetzt der Kirchenstaat entfleucht? Müsste er nicht jetzt irgendwo aufgepoppt sein? Moment. Tatsache, der Kirchenstaat ist ein sunnitisches Papsttum. Sunnitisches Papsttum ist ja geil. Nein. Toleranz des wahren Glaubens und erhöhte Nachwuchschance 100%. Oh, ist das so göttlich. Ja. Oh, ist das so schön. Sehr schön. Warte mal, wenn ich die Konvertierung hier wieder abbreche. Ich brauch's ja eigentlich nicht. Da kriege ich doch die Macht wieder zurück. Ich verkaufe dir in Rom in 10 Jahren wieder. Also 10, 15. Ach ja. Vielleicht funktioniert es dann. Das muss ich jetzt ausprobieren, es tut mir leid. Ist okay.
Wobei, ich habe 26.000 Einheiten, ja. Mhm. Sag mal so, ja, ich könnte die auch zum Einsatz bringen, wenn hier, wenn... Ja, du verstehst, ja, was ich meine, ne? Das, Marvin, das ist immer noch passiert. Was machst du gerade? Oh, Entschuldigung. Ach, keine. Ich kann sie auch freilassen, wenn du sie angreifen willst. Rom? Also ja. Kirchenstadt? Ja, gern. Ich habe eh zu viele diplomatische Beziehungen. Weil ich gerade. Ich muss mir Militärzugänge holen, damit ich aus Koblenz wieder gehen kann. Mainz? Wer greift da an? Aachen, okay. Und hier? Wird hier schon wieder Krieg oder die was? Die können eigentlich gar keinen Krieg mehr untereinander führen. Okay. Ja gut, der Krieg ist halt noch nicht beendet. Der muss. Die werden da nicht geschlossen, wenn du den Reichsfrieden einführst. Falls Lothringen mal... Ja, warte mal. Habe ich hier Einflussnahme? Frieden erzwingen. Naja, ich brauche erstmal Diplomaten, ne? Ja. Wo willst denn du hin? Nach Hause. Ich? Ah, okay. Baden hat sich einer Koalition gegen uns angeschlossen. Wir können nicht mehr München als Teil unseres Reiches beanspruchen. Mein Gott, warum lässt du denn deine Jungs da Gewalt marschieren? Damit sie nach schnell nach Hause kommen. Verlieren ja 1000 Mann pro Tag. Das hat damit aber nichts zu tun. Okay. Sie erhöhen nur die Moral nicht, aber es kostet mich Militärpunkte, das reicht eigentlich schon als Grund. Dass man es nicht tun sollte. Okay, wenn du den Kirchenstaat entlassen willst, schwer dann soweit, ihn zu übernehmen. Halt, warte, ist hier noch Waffenruhe? Ich kann ihn, solange die Waffenruhe dauert, kann ich ihn ja nicht freilassen. Dann warten wir da noch. Ist gerade ein Hubschrauber bei einem von euch beiden gelandet. Bei mir. Ah ja, gut. Und wie ist es? Also nicht so gelandet, ich wollte gerade sagen, nicht gelandet, der ist hier vorbeigeflogen, ja. Okay. Wow, meine Manpower erholt sich. Welch verstörender Anblick. Meine ist gerade am Boden. Ist auch sehr verstörend. Der Satz aus dem Kontext gerissen, sorgt bestimmt überall für Lacher. Ja. Meine Manpower erholt sich. Welch verstörender Anblick. zack, zack. Okay. Ich glaube, wir haben die Regeldauer unserer Folge wieder mal erreicht. Wenn mich nicht alles täuscht, was sagen eure Uhren? 23 Minuten. Dann haben wir noch 2 Minuten. Yeah! Die Geburt der modernen Wissenschaft. Oh, Galileo Galilei wird von den meisten Menschen als Vater der modernen Wissenschaft bezeichnet. 1592 wurde er zum Professor der Mathematik an der Universität von Padua ernannt. Nachdem er ein Fernrohr kennengelernt hatte, baute er sich ein eigenes Teleskop, die wesentlich besser waren als die Vorläufer und begann mit der Himmelsbeobachtung. Wissen wir ja alles, weil wir alle in der Schule Galileo Galilei gelesen haben. Konzentriert euch auf Handel und Seefahrt. Wir halten diplomatische Macht- und Marinetraditionen. Entwicklung der Verwaltung, administrative Macht und republikanische Tradition, militärische Macht und Armeetradition. Diplomatie und Marine hört sich sehr gut an für unsere Belange. Wunderbar. Na, schön, dass Galileo Galilei uns geboren wurde. Jetzt brauchen wir noch einen Giordano Bruno. In Rom. Und ab dafür. Dann haben wir alles zusammen. Ja. Oh mein Gott, ich kann Thüringen nicht mehr beanspruchen. Was, wieso nicht? Keine Ahnung. Dann beginnt das fröhliche Vasallen entlassen im Heiligen Römischen Reich. Erstmal müssen sie ja nochmal annektiert werden, ne? Böhmen und Bayern. Ach so, okay. Na, ich habe ja jetzt eben noch eine Reichsreform durchgedrückt.
Na, der scheiß Hansebund, ey, der geht mir so auf die Nüsse. Aber trotzdem muss ich die Beziehungen zu dem verbessern. Wir haben keinen Diplomaten. Achso, der kommt jetzt, ja. So, und dann muss ich mir das unbedingt hier... Wann kann ich einen Krieg erklären wieder? Wie lange habe ich noch Waffenruhe? 4. April 1619, in 4 Jahren. Na gut, bis dahin habe ich auch wieder ein paar Truppen zusammen. Das ist ja ganz cool. Habe ich echt nur so wenig Soldaten? Das ist ja gar nichts. Das ist ja echt gar nichts. Achso, ich habe ja vorhin so viel verloren, ne? Ja, okay. Wieso ist der Kirchenstaat mit dir alliiert, Günnar? Weil er mit mir alliiert ist. Ah, ja, natürlich. Alles verbunden. Eine Welt. Okay, jetzt ist aber wirklich Zeit für die Pause. Jo. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich darauf, euch zur nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal, bis dahin, viel Freude. Servus. Macht's gut, servus und grüß Gott. Ciao.